Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Es geht endlich weiter mit der Mario Bava Collection von PlayOn Pictures. Das hat jetzt fast, nein, nicht fast, es hat mehr als 4 Jahre gedauert. Im November 2018 hat PlayOn Pictures, damals noch Koch Media, den Film Vampire gegen Herakles in den Handel gebracht. Und wir haben lange Zeit gedacht, dass hiermit jetzt Ende wäre. Aber jetzt, beziehungsweise am 26. Januar, liegt der hier in den Verkaufsregalen. Und zwar ist das Planet der Vampire aus dem Jahr 1965 von natürlich Mario Bava. Wenn wir die Mario Bava Collection haben, ist klar, der Film ist von Mario Bava. So, das wäre jetzt Nummer 7 der Collection. Und dieses Mal haben wir einiges neu. Wir haben nämlich hier nicht etwa eine Blu-ray und eine DVD drin, wie es bei den ersten 6 Titeln der Fall war, sondern wir haben eine Blu-ray und eine 4K Ultra HD-Disc mit am Start, mit im Set drin. So, das heißt, man hat also bei PlayOn Pictures nicht nur entschieden, die Reihe weiterzuführen, sondern man hat auch gesagt, okay, wir machen hier einen Qualitätssprung nach vorne. So, und das ist das Besondere, denn dieser Film hier ist meines Wissens bisher noch nicht einmal auf Blu-ray erschienen. Auf DVD gab es den schon. Die Qualität lassen wir an dieser Stelle einfach mal unerwähnt. Aber jetzt haben wir ihn nicht nur als Blu-ray, sondern als 4K Ultra HD und ich bin schon wahnsinnig gespannt. Es ist Ewigkeiten her, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich kann mich da quasi null dran erinnern. Das ist für mich also, als würde ich ihn jetzt das erste Mal sehen. Aber ja, das macht ja nichts. Mein Review dazu findet ihr jedenfalls in Kürze auch auf blu-raydisc.de und da werde ich dann drauf eingehen. So, das ist kein Mediabook, sondern es ist wohl ein Digipack. Genauso wie die Erstauflage hier von der Mario Bava Collection. Das waren ursprünglich auch Digibooks. Später kamen die einzelnen Titel dann im Digipack, im Digipack. Die kamen dann im Mediabook raus. Und noch später kam dann eine Collection, wo die Filme alle drin waren, als Keepcase-Version im Schuber. Also wir hatten da so einen Pappschuber und da waren die alle drin. Aber trotzdem hat man jetzt hier entschieden, okay, wir machen zumindest bei der Erstauflage hier wieder das Digipack. Ich persönlich begrüße das auch, weil ich fand das eigentlich ziemlich cool. Obwohl, Mediabook wäre mir natürlich lieber gewesen. Aber wollen wir uns an dieser Stelle mal nicht beschweren, weil die Erfahrung hat gezeigt, das kam in der Vergangenheit auch immer nach. Ja, so, weiter geht's. So ist das, ja. Man kann das Leben nicht planen. So, ja, ich habe es jetzt ausgepackt und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier wieder diesen Einsteckschuber, den auch schon die anderen Titel der Mario Bava Collection hatten. Da haben wir vorne eine hübsche Collage von Titeln der Kollektion mit drauf. Hier oben haben wir die wunderbare Barbara Steele in, wie hieß der Film noch? Nicht Mark of the Devil. Nee, Mark of the Devil ist was anderes. Aber ja, mir fällt der Titel gerade nicht ein. Aber das ist einer der ersten Vampirfilme, die Mario Bava damals gedreht hat. Irgendwas mit Maske, die Maske des, ich weiß es gerade nicht mehr. Dann haben wir hier Elke Sommer. Das dürfte Baron Blood sein. Dann haben wir hier Boris Karloff, hier unten Telly Savalas. Ja, die ganzen Bilder aus der Mario Bava Collection oder aus den Filmen, die da veröffentlicht worden sind. So, das hier wäre jetzt Vampire gegen Herakles. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Das packen wir mal weg. Aber hier sind halt die gleichen Bilder drauf. So, einerseits finde ich das cool, dass man hier die gleichen Bilder genommen hat, die auch schon bei den vorherigen Titeln der Collection oder der Edition mit dabei waren. Andererseits, wenn die jetzt sagen, okay, wir machen neue Titel, dann hätte man vielleicht auch einen neuen Schuber kreieren können, weil ich fand das schon cool. Also als der erste Film damals rauskam und wir hatten diesen Schuber, da haben wir schon ungefähr erahnen können, was noch alles kommt. Ja, das wissen wir jetzt nicht. Das heißt, es ist eine Überraschung. Vielleicht ist das hier Nummer 7 und damit ist es abgeschlossen, es kommt nichts mehr. Oder aber, ja, die produzieren nach und kein Mensch weiß, was kommt. Aber ist ja auch schön ein Stück weit. So, auf dem Spine haben wir dann draufstehen Planet der Vampire, also auf dem Spine des Einsteckschubers.
Und dann haben wir hinten ein wunderschönes, wirklich neonfarbenes Szenebild. Dann haben wir eine Inhaltsangabe, ein paar Bilder aus dem Film. Dann hier das Bonusmaterial und da habe ich schon gesehen, Heidewitzka, da ist ordentlich was dabei. Aber da muss man sagen, hat sich Play-On Pictures bzw. damals Koch auch nie lumpen lassen. Also das war schon ganz, ganz großes Kino, was man uns da noch mit an Boni an die Hand gegeben hat. Dann haben wir hier noch einen kleinen Werbetext, dann hier die Credits und die Produktspezifikationen der beiden Scheiben und hier unten haben wir dann noch die Urheberrechtshinweise. Ihr seht, ja, da stand noch Koch Media und hier steht jetzt Play-On Pictures oder Play-On oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. So, und dann haben wir hier vorne auf der Rückseite, also quasi auf der auf der Rückseite des Schubers haben wir hier nochmal Mario Bava Collectors Edition stehen. Und jetzt schauen wir uns dieses neonfarbene Wunderwerk an. Ich liebe das ja. Ich finde, das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Reihe so geil finde. Diese großartigen Artworks, die da drauf sind. Hier Christopher Lee bei Vampire gegen Herakles. Es ist einfach nur geil. Es ist ein Traum für jeden, der auf gemalte Filmplakate steht und ja, da zähle ich mich auf jeden Fall zu. Also hier wunderbare Neonfarben und ich habe die Hoffnung, dass der Film auch so ausschaut. Damals tat er das nicht, also auf DVD war die Qualität auch gerade die der Farben eher durchwachsen. So, selbst wenn wir den Schuber nicht mehr drum machen, wobei, warum sollten wir das nicht tun, haben wir hier nochmal Planet der Vampire draufstehen, unten den Hinweis auf die Mario Bava Collectors Edition und hinten drauf ein weiteres neonfarbenes Bild. Ich find's einfach super, ich find's grandios, ich stehe da total drauf. So, und dann machen wir das Ganze mal auf, dann kommt uns direkt hier das Booklet entgegen. So, das heißt, wir haben also auch bei diesem Digipack ordentlich was zu lesen dabei. Das ist halt kein Mediabook, sondern ein Digipack, wie gesagt, aber trotzdem haben wir hier dieses Booklet. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, weil damals gab es auch bei DVDs und auch bei Blu-rays noch so Heftchen, die da drin lagen. Das ist dann irgendwann, ist das eingeschlafen, wollte dann keiner mehr machen. Und das war dann quasi auch die große Geburtsstunde der Mediabooks und auch einer der Vorteile. Also wir haben hier ein paar Bilder aus dem Film drin. Wir haben auch sehr viel Text. Der Text ist meines Erachtens etwas klein geschrieben, aber gut zu lesen. Es ist etwas zu glänzend. Das Papier, finde ich persönlich, ist auch etwas dünn. Also es ist nicht zu dünn, aber es hätte auch ruhig ein bisschen dicker sein können. Aber wenn wir uns das hier so anschauen, das Verhältnis von Text zu Bild ist ganz gut. So, jetzt haben wir hier allerdings auch schon, es ist nicht 100% sauber verarbeitet. Wir sehen auch hier die Klammern, die drücken sich durch. Also da hat man selbst bei einem Booklet, was man dazugelegt hat, nicht sauber gearbeitet. Das ist jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich meine, bei einem Booklet, ein Booklet ist ja auch nichts anderes. Das wird ja auch so und dann in das Mediabook reingeheftet. Aber hier hat man halt, naja, ihr seht es schon. Aber es ist auf jeden Fall ein Booklet mit einem Text, der von den Überschriften her darauf schließen lässt, dass man hier nicht einfach nur irgendwas rauskopiert hat oder irgendwas zusammengepanscht, sondern wirklich sich Mühe gegeben hat. So, und der Autor, das wäre dann Leonard Elias Lemke, sagt mir jetzt nichts, Jahrgang 86. Ach, ist ja noch gar nicht so alt. Ah, naja, gut, heißt ja auch nichts. So, und dann haben wir hier Literatur noch aufgeführt. Und ja, das ist dann halt das Booklet, was drin ist. Auf jeden Fall finde ich das schon mal ganz, ganz nett, dass man daran gedacht hat. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Und da können wir uns wieder gar nicht satt sehen. Diese wundervollen Gemälde hier. Und wenn wir das, wir müssen jetzt einfach mal die Scheiben rausholen, dann haben wir auch eine Übersicht, wie das Ganze von innen aussieht. So, ich muss das mal ein bisschen hier rüber, weil mein Präsentationstisch hier ist relativ klein, reicht natürlich für das, was ich hier mache, aber für was anderes dann halt auch nicht. So, wir haben hinten einmal die Ultra HD Scheibe drin liegen, die schaut so aus. Dann haben wir hier die Blu-ray drin liegen, die schaut
so aus. Das ist die italienische Fassung des Films. Und hier haben wir die US-Fassung des Films. Das heißt, wir haben also zumindest schon mal zwei Schnittfassungen. Ja, wenn ich sie denn rauskriege, ich stehe mir ja auch gerade ein bisschen selbst im Weg, weil die Kamera halt da. Oh, da wird mir schon übel, wenn ich sehe, wie sich die Disk hier biegt. So, nichts passiert. So, da haben wir hier die US-Fassung. Ich weiß jetzt nicht, ob auf der 4K-Disk beide Fassungen drauf sind oder welche Fassung drauf ist, aber das könnt ihr natürlich alles in meinem Review nachlesen, wenn es denn fertig ist. So, und hier haben wir innen drin auch diesen wunderschön farbenprächtigen Innendruck. Ganz toll, das finde ich genial, ich finde es grandios. Und wenn wir das Ganze rumdrehen, haben wir auf der Außenseite halt die Bilder, die habt ihr schon gesehen. Das ist das Frontcover, dann haben wir hier das Backcover und dann haben wir hier die Seite, wenn ihr es aufschlagt, die uns dann hier entgegenkommt, wenn wir es aufschlagen, oder? Ja, genau, wir machen das hier zu und dann, okay. Ich muss sagen, das lässt sich jetzt, wo es ganz aufgeklappt war, nicht mehr so, seht ihr das? Das faltet sich von alleine auf. So, ich lass mal so und dann, ja. Okay, hier ist ordentlich Spannung noch drauf. Ist natürlich nicht weiter tragisch, aber es ist ja auf jeden Fall etwas ungewöhnlich. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass da so viel Spannung drauf ist noch. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so schlimm. So, ich packe die Discs mal wieder rein. Ich glaube, das stimmt jetzt alles gar nicht. Die waren vorher woanders, aber ist nicht so schlimm, weil die halt auch nicht mit dem Hintergrund übereinstimmen. Das heißt also, das ist nicht wie bei anderen Herstellern, dass das Bild auf der Disk mit dem Hintergrund verschmilzt, dass das das gleiche ist. Und deswegen ist es halt auch nicht so wahnsinnig dramatisch, wenn die nicht so liegen, wie sie vorher lagen. So, also das Booklet tun wir auch noch rein. Ja, das war's also. Das Unboxing des Digipacks zu Planet der Vampire aus dem Jahr 1965, dem siebten Teil von Play on Pictures Mario Bava Collection. Ich freue mich drauf und freue mich drauf, euch sagen zu dürfen, wie mir der Film heute gefallen hat und wie die Qualität ausgefallen ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unten einen Daumen da lasst, mir die Kommentare vollschreibt und mir den Kanal abonniert. Aber das habt ihr ja so gemacht, nehme ich mal an. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt geil, seid schlau, schaut blau. Euer Michael Speyer.